Idee zu dem Projekt entstand letztes Jahr, 2014. Das wäre Gretschaninows 150. Geburtstag gewesen. Und da haben wir entschieden, wir machen diese CD. Gretschaninow, Rachmaninow auf eine CD. Uns vorgestellt haben, ist eben diesen doch recht unbekannten Komponisten Gretschaninow auf unserer CD von ganz verschiedenen Seiten zu präsentieren. Einmal ist da diese große Sonate, die wirklich sehr viele verschiedene Aspekte beinhaltet, viele verschiedene Charaktere. Man hört so ein ganz kleines bisschen, finde ich, seinen Lehrer Rimsky-Korsakow. Man hört aber auch ein bisschen Tschaikowski-Anklänge, so ironische Rückblenden an die Kompositionsgeschichte im Allgemeinen, aber irgendwo auch, finde ich, wenn ich es so ausdrücken kann, den Aufbruch eines echten Spätromantikers ins 20. Jahrhundert. Schenkte mir der Cheflektor vom Schott Verlag Noten, und zwar von einer Sonate von Gretschaninow, und meinte, das wird nie gespielt, aber Sie müssen das unbedingt spielen, das ist ein gutes Stück, es lohnt sich. Wir haben uns das dann angeguckt und wir fanden das Stück tatsächlich gut, haben es oft im Konzert gespielt und dann entschlossen, das muss auf CD. Und zwar in Kombination mit Rachmaninow, dachten wir. Der berühmte Zeitgenosse dazu. Zwei russische Komponisten, die auch ganz viele Gemeinsamkeiten in ihrer Vita haben. Die sind beide nach Amerika ausgewandert und sind doch sehr unterschiedlich in ihrer Tonsprache. Alle wissen, Rachmaninow war ein großartiger Pianist, vielleicht einer der größten Pianisten überhaupt. Das ist etwas, was man in seiner Cello-Sonate genauso hört wie in seinen Stücken für Klavier-Solo und in den Klavierkonzerten. Und gerade das und dass man diesen ganzen Reichtum seiner pianistischen Kunst voll auskosten kann, und dabei aber mit einem musikalisch völlig gleichberechtigten Cello-Partner, finde ich besonders reizvoll.